Hallo zusammen. Heute gibt's mal ein Video aus Weilroth. Und zwar möchte ich mir oder wir möchten uns das Schloss Weilnau anschauen, was dort oben auf dem Hügel ist. Und da geht es jetzt erstmal hin. Ansonsten ist es noch winterlich, die Nacht hat hier wieder kräftig geschneit und das jetzt Mitte März könnte langsam besser werden. Ansonsten befindet sich das Ganze hier im Hochtaunus und da gibt es auch überall mal wieder so kleine Schilder. So wie hier diese Ferienroute Hochtaunuskreis. Und da ist auch so das ein oder andere immer beschrieben, was man dann so rundum sehen kann. Ne? Unter anderem möchte ich jetzt dorthin und hier Altweilnau, die Burg, sieht man dort gegenüber. Ich zoome das Ganze mal, damit das auch drauf ist. Ansonsten wird gerade hier sehr viel gefällt, weil letzte Nacht war hier so stürmisch mit Orkanböen. Da waren einige Bäume, die auch auf der Straße lagen. Wir mussten auch schon Umleitungen deswegen fahren, weil die Strecken noch gesperrt sind. Aber nichts weiter passiert. Also, los geht's. Wenn ihr mögt, bleibt dran. Jetzt der Weg hoch hier. Auch wieder schön gesäumt mit so Fachwerkhäusern. Teilweise sieht man richtig die offenen Strukturen, wie die Wände gemacht sind. Zeige ich euch nachher nochmal, wenn wir wieder zurückgehen. Aber wunderschön, diese kleinen, schönen Orte hier. Ganz viel aus Naturstein, so wie hier die Mauern. Das kann man schon sehr genießen. Und beim Bergaufgehen wird es auch endlich wieder warm. Wir haben gerade ein bisschen länger draußen gestanden, mit einem anderen Pärchen gequatscht. Da war uns schon recht kalt. Und hier kann man den ersten Blick erhaschen. Sehr schön. Zumal sogar der Himmel ein bisschen aufreißt. Und so sieht das Ganze schön von vorne aus. Mit so einem kleinen Schwenk da zur Seite. Und jetzt hoffe ich mal, dass wir da auch reinkommen. Das sieht nämlich alles sehr zu aus. Wäre schade, wenn man nicht reinkommt. Aber wie man hier sieht, ist da Forstamt und Standesamt untergebracht. Und die sind natürlich samstags nicht da. Und daher ist es erstmal nicht möglich, reinzugehen. Was schade ist, aber vielleicht gibt es ja irgendeine andere Möglichkeit, mal so zumindest ums Grundstück zu kommen, um das ein oder andere zu sehen. Hessenforst. So, hier hängt erstmal ein schönes Teekesselchen. Und die Tür war verriegelt, aber hier steht Garten der Versuchung. Neugierig? Dann schau rein. Und das machen wir auf jeden Fall. So sieht ein Garten der Versuchung aus. Jetzt ein bisschen trist um die Jahreszeit, aber trotz allem sehr schön. Und dann hier stehen überall so Schildchen. Geduldig wartend erträgt das Unkraut des Menschen nichtiges Tun. Das sagt doch schon viel aus. Und man hat jetzt hier aus dem Garten auch ein bisschen schöneren Blick auf den hinteren Teil des Gebäudes dort. Und auch nochmal hier so eine schöne Seitenansicht. Sehr schönes Örtchen. Hier ist noch so ein toller Spruch. Auch aus Steinen, die dir in den Weg gelegt werden, kann man etwas Schönes bauen. Und hier in diesem Rosenpavillon, denke ich mal, oh, jetzt mit ein paar Sonnenstrahlen gerade, sieht man diese doch leicht verwitterten Stühle. Aber es ist unheimlich schön anzuschauen. Und nachdem man sich hier im Lustgarten seinen Sinnen hingegeben hat, kann man danach ein erfrischendes Bad nehmen. So sieht das Ganze dann von der Seite schon mal aus, wo man so neben dem Forstamtseingang jetzt mal nebenher gehen kann. Und dann hat man auch hier so ein bisschen den ein oder anderen Obstbaum. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter, hören dem Specht in der Ferne zu und gucken, was wir hier noch so sehen können.
Vielleicht gibt es ja einen Hintereingang. Aber ich glaube eher nicht. So, jetzt sind wir hinter Gittern, weil wir uns hier zu weit aufs Privatgelände gewagt haben. Oder wir stehen vor dem Gitter und schauen einfach mal rein. Das, was man sehen kann, sieht toll aus. Also auch wenn man nur außen rum gehen kann, es lohnt sich auf jeden Fall. Es sind immer wieder so kleine Treppen, dass man mal hochkommt ans Gebäude, sich dann verschiedene Türen anschaut, auch mit schönen Beschlägen, finde ich. Und ansonsten ist halt auch eine schöne Atmosphäre, wenn man hier so ist. Hat definitiv was sehr Sehenswertes. Und der hintere Teil hier sieht von vorne aus, als wenn er auch bewohnt wäre. Daher verstehe ich ja, dass das auch alles geschlossen ist. Ist aber eine Vermutung. Vielleicht ist auch einfach nur komplett Behörde drin. Und deswegen ist alles verschlossen. Aber für so einen kleinen Bummel, wenn man sowieso hier in der Gegend ist, und die Gegend ist übrigens wunderschön. Im Dunkeln nicht schön zu fahren über Land, aber tagsüber umso schöner zum Anschauen. Da würde ich jetzt natürlich gerne hochgehen. Aber bis jetzt sehe ich da noch keine Option. Hier ist ja eine wunderschöne Holzhütte. Das Blau leuchtet so ein bisschen in den Sonnenstrahlen, die endlich durchkommen. Und was ganz besonders aussieht, ist oben mit dem Moos im Licht in Verbindung mit dem Blau, den Eiszapfen. So erkennt man es besser. Wunderschön. So, hier die nächste kleine Stallung. Da steht ein alter Trecker drin. Das fand ich aber auch schön. Aber besonders schön finde ich, dass wir da hier mit der Dachkonstruktion den Eiszapfen. Und irgendwie, obwohl es da verrottet ist, hat es doch einen unheimlichen Reiz auf mich. Von hier hat man auch mal einen schönen Blick hinter der Kirche her. Dort drüben auf ein weiteres schönes Türmchen, wo wir jetzt auch noch hingehen werden. Das ist doch auch immer schön. Das ist kein unordentlicher Garten, sondern eine 5-Sterne-Wellness-Oase für Bienen. Und hier fleucht auch jetzt gerade ganz viele Vögel rum, die am Futtern sind, lauter Meisen. So, hier einmal der Blick runter auf das schöne Fachwerkhaus und da kommt gleich auch mal eins, wo man die Struktur schön erkennen kann. Ich gucke gerade hier, da kommt von oben so Regenwasserleitungen, so Abwasser an. Das geht dann hier alles irgendwie runter, dort rein. Auch schön. Dort sieht man das mal schön, wie da vor hunderten Jahren noch gebaut wurde. Und es steht immer noch. Gut, über Zustand lässt sich streiten, aber ich finde, wenn man das Alter bedenkt, ist das immer noch sehr gut. Hinter dieser langgezogenen Mauer sind überall so schöne Sachen, sehr kirchlich. Aber bis jetzt haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, da irgendwie reinzukommen. Da ist auch dieser Turm hinter. Hier diese Glasfront, wunderschön. Ich hoffe, das erkennt man. Und das Gebäude an sich auch. Ist sehr speziell gebaut, aber herrlich. Und hier ist dieses schöne Gelände, was ich jetzt gerade vorne gezeigt habe, mit dieser kirchenähnlichen Bauart. Da ist also irgendwie so eine Akademie mit drin. Ne? Aber da mit der Kunst. Dann hier vorne die kleinen Statuen, auch sehr schön. Und im Hintergrund dann halt das Türmchen. Ist wirklich sehr schön anzuschauen hier. Leider Privatgelände. Ja, hier jetzt nochmal so ein kleiner Schwenk. Auch ganz besonders da hinten rüber nochmal. Zu der anderen Ruine, die dort zu sehen ist. Das ist ja schon alles sehr schön hier. So, ich muss immer ein bisschen aufpassen, wenn ich zoome, dass das noch gut zu erkennen ist und nicht zu sehr wackelt. Aber auch so im Ganzen sieht man ja, wie schön das hier ist. Und da bei der Burg waren wir ja vorhin oben auf dem Berg. Toll mit den ganzen Fachwerkhäusern da. Hat Spaß gemacht, war nur eine kleine Runde. Aber bei 0 Grad und der Wind ist nicht ohne, muss ich sagen, fühlt sich schon sehr kalt an. Ne?
Also daher würde ich sagen, das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fanden es toll. Und schauen mal, was wir jetzt hier die nächsten 2 Tage noch so sehen können und ob vielleicht auch noch was gefilmt wird. Macht's gut, euer Markus.